Jetzt hat mein Vorredner das gerade so charmant erklärt, wie er hier hingekommen ist. Das war genau bei uns dasselbe. Wir waren auf dem Google Cloud Summit, was ich da nur wärmstens empfehlen kann. Und schwuppdiwupp, ehe wir uns versehen haben, haben wir abends zusammengesessen und über dieses Format gesprochen. Da habe ich gesagt, da wäre ich doch gerne dabei. Cyber Media kenne ich tatsächlich über Confluence Atlassian. Da war ich quasi mal indirekt Trainer. Da hatten wir mal eine Unternehmensberatung, die gesagt hat, wir würden gerne ein eigenes Wiki haben. Und da habe ich gesagt, ja, kann ich euch zeigen. Das ist, ja, 2010 war das um den Dreh rum. Und das hat so ein bisschen die Lust geweckt, da mehr zu machen. Und mein Kompagnon, der Holger Ahrens, der hat dann als, darf man so nicht unbedingt sagen, weil wir es nicht hundertprozentig wissen, aber als erster Google-Trainer in Deutschland hat er einen größeren Job zu erledigen gehabt, sowas wie zum Beispiel Wiesmann. Das dauert schon ein paar Tage. Und da hat er dann gesagt, weißt du was, ich brauche einen zweiten, sonst schaffe ich das nicht. Und dadurch sind wir dazugekommen und kümmern uns seit 2010, anders als jetzt das Firma Wiesmann gemacht hat, ausschließlich um G Suite. Das ist unser Metier, in dem wir uns aufhalten. Und da kümmern wir uns vor allem ganz stark um Beratung, Trainings und dann diesen ganzen Transition-Prozess, den ich jetzt gleich hinter mir da aufblättern werde, immer mit dem Fokus Mitarbeiter. Weil schlussendlich ist das Interessanteste bei Google im Hause, die sogenannte Adoption Rate. Wie stark wird das ganze Thema wirklich genutzt? Das kann man da wunderbar messen. Wenn jemand Weltmeister ist im Algorithmen bauen, dann ist das Google. Das bedeutet, den Adoption Rate sagt mehr aus, als wir haben 100.000 Lizenzen verkauft. Und um dem gerecht zu werden, arbeiten wir mit diesem Transition-Change-Prozess. Transition geht ein bisschen davon aus, ich will den Prozess umsetzen, ich will das Projekt gestalten. Change geht ein bisschen davon aus, ich möchte den Mitarbeiter mitnehmen. Das kann manchmal konfliktär sein. Das ist jetzt so ein Punkt, wo man sagen muss, ja, bei Google im Hause heißt es wirklich Transition-Prozess. Die wollen also den Prozess vortreiben. Wir bringen dann immer so ein bisschen diese Nuance Change rein, weil wir der Meinung sind, wenn man es nur richtig anstellt, kann man mehr Belegschaft mitnehmen, als man sich eigentlich am Anfang gedacht hat. Legen wir mal los. Wie sieht dieser Prozess aus? Am Anfang haben wir von dieser ganzen Sache eine Phase, die nennt sich Excite. Da machen wir nichts anderes, als dass wir mit dem Kunden darüber sprechen, was alles möglich wäre. Wir begeistern. Ja, das kann sein, dass, das haben wir zum Beispiel gehabt bei einer Raumausstattung, da guckt mir die Inhaberin über die Schulter und sagt, wieso sind deine Termine immer up to date? Ja, ich sage, ja, ich nutze Google, habe ein Android und wenn bei uns jemand im Team was einstellt, sehe ich das sofort innerhalb von Sekundenbruchteilen. Sagt sie, will ich auch haben. So eine Excite-Phase kann also wirklich mal 10 Minuten sein, das kann aber auch durchaus, wenn es ein größerer Geschäft ist, ein größeres Unternehmen, kann das durchaus mal sein, dass Sie da 3, 4 Anläufe brauchen. In diesen Anläufen, da ist es ganz wichtig, dass Sie da schon, oh, ein bisschen dunkel, ich lese es einfach vor, dass Sie die Stakeholder finden. Das sind im Endeffekt die, die im Projekt auch vorne stehen. Und da kann ich Ihnen nur raten, je höher, je besser. Wenn Sie also den Herrn Firmeninhaber, die Frau Aufsichtsrat oder ähnliche gleich am ersten Tag mit dabei haben, läuft es eine ganze Ecke sauberer, weil die brauchen Sie nachher auch, um Sie eventuell mal fürs Loch zu schieben, im Positiven wie im Negativen. Also im Positiven, unser Firmeninhaber, unsere Firmeninhaberfamilie, oh, geht ein bisschen besser, ja, etc. pp., die arbeiten auch schon mit G Suite. Oder eben umgekehrt, das ist kein Hobbyprojekt, sondern das ist ein firmenrelevanter Prozess, den wir mit Ihnen jetzt gerade gestalten. Also bitte auch an den Maßnahmen teilnehmen. Da werden schon sowas wie Supportmodelle besprochen, Kommunikationsmodelle, da geht das schon los. Dann kommt die Phase, über die Sie viel hören werden, immer wieder, wie ist das praktische Doing? Das ist das Enabling. Also sprich, wir sehen zu, dass wir Mitarbeiter, Geräte, Prozesse und so weiter mitnehmen, so schön wie es immer heißt, Deploy Services. Da geht es auch schon los, dass man sich um Supportmodelle kümmert, Trainingsmodelle und ähnliches. Und das war das, was Sie gerade im vorherigen Vortrag gesehen haben. Da könnte man jetzt nochmal 3 Unterphasen zeigen. Das wäre die Core-IT, die Early Adapters und dann das eigentliche Go-Live. Das versteckt sich in diesem großen, langen Balken drin. Ohne da ins Detail zu stark reingehen zu wollen, weil das ist aufgrund von Inhalt und aufgrund von Leidenschaft von mir sonst ein abendfüllender Vortrag und das will ich Ihnen nicht zumuten. Die Core-IT ist eine ganz interessante Phase, weil wir sagen in dem Prozess,
Hier ist eigentlich die Tinte trocken vom Vertrag. Das bedeutet, die Core-IT ist schon an echter Arbeit mit beteiligt, hat aber ganz starke Möglichkeiten einzugreifen. Also was sind Anforderungen aus der IT, aus dem Unternehmen, welche Prozesse müssen berücksichtigt werden und so weiter und so fort. Das wird da ganz stark auf den Prüfstand gestellt. Aber schon in der Mentalität, in der Denke, wir machen das auf jeden Fall. Deswegen ist auch dieser Prozess hier von da bis da, also sprich 100% User migriert, im archetypischen, im Idealfall 90 Tage. Ja, und das ist wurscht, ob Sie damit die kleine Raumausstattung migrieren, ob Sie den Mittelständler migrieren oder wir haben es schon bei Konzernen gesehen, die sich über alle Kontinente erstrecken. Das wird durchgezogen, 90 Tage. Klammer auf, manchmal darf man auch 30 Tage mehr, wenn man das Google typisch machen darf. Als wir das mal ein paar SAP-Beratern erzählt haben, war Ruhe im Saal. So, also sprich, das Ganze wird in einer hohen Geschwindigkeit durchgezogen und da ist dann genau das, was mein Vorredner aus dem Hause Wiesmann berichtet hat, ebenso interessant. Bleiben Sie an Kommunikation drin. Nehmen Sie die Leute alle mit durch Transparenz. Also und das Beste ist, Sie können denen ja auch gar nichts vormachen. Wenn Sie interessiert, was kann man mit Google Services machen, dann finden Sie das als Endanwender. Ja, ich sage nur Google Vault. Schauen Sie mal, wenn Ihre Firma es einführt und Sie interessieren sich für das Thema Retention Policies und Ähnliches, googeln Sie mal nach dem Wort Google Vault und Sie finden, was das Ding kann. Also es bedeutet, ich kann Ihnen gar nichts vorenthalten, weil Sie sowieso alles finden. Warum soll ich also damit irgendwie zurückhalten? Gehe ich doch gleich rein in die Aufklärung, zeige Ihnen das allen, wie es geht. Sie können in dieser Phase, in diesen Phasen hier mit Core-IT und Early Adapters und so weiter wunderbar mir auch zeigen, warum das bei Ihnen im Unternehmen nicht funktioniert, was da für Möglichkeiten sind, dass wir noch nachsteuern können, müssen etc. pp. Ganz wertvolle Phase. Die Early Adopters, die wir dann hier so in dem Bereich versteckt haben, das ist eine erste User-Gruppe, die Sie im Grunde darauf loslassen und zu sagen, wir haben ein paar Kernprozesse haben wir definiert und die dürft ihr jetzt durchspielen. Da sind wir dann auf Feedback angewiesen, da werden Schulungsunterlagen zum Beispiel ganz stark verfeinert. Ja, das kann dann sein, dass unsere Schulungsunterlage, die wir anbieten, dann ein paar Abweichungen erfährt, ein paar Anpassungen erfährt. Und da sind wir auf die Mitarbeiter der Early Adapter angewiesen. Da reden wir so Pi mal Daumen Fensterbrett von 10% der Belegschaft. Auch archetypisch kann immer ein bisschen anders werden, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist. Aber so 10% hätten wir da ganz gerne. Letzte Phase, Go Live, 90% der User werden in einem Big Bang geschult und bekommen dann tatsächlich am Montagmorgen zum ersten Mal Zugang zum System und haben dann am Ende der Woche ihre Schulungen bekommen. Wir machen eine Mixtur aus Schulungen, wir haben Präsenzthemen vor Ort, um allgemeine Themen aufzugleisen. Das machen wir auch ganz gerne mit den Early Adapters, da kommt noch eine Folie gleich dazu. Und wir bieten dann im Zusatz dazu Webinare an. Wobei wir da der Direktive folgen, der internen Direktive, ich gebe nur ein Webinar an jemanden, den ich vorher anfassen konnte. Um ganz klar die Berührungsschwellen abzubauen. Wir haben die Erfahrung gemacht bei uns in 2-3 Projekten. Sie schreiben Webinare aus, da könnten theoretisch 1000 Mitarbeiter daran teilnehmen. Wenn Sie nachher sich anschauen, wer war tatsächlich da, ist schon mal eine andere Zahl. Und wenn Sie dann nachher nochmal überprüfen, wer ist eingeschlafen, ist die Zahl nochmal eine ganz andere. Wenn die Leute Sie schon kennen, und das kann auch teilweise schon mal ein Vortrag gewesen sein, sieht das Ganze anders aus. Also bei uns ist das Thema Präsenz als Kickoff für weitere Schulungen ein ganz wichtiges. Expand ist eine Phase, in der Sie dann hingehen und nochmal Spezialthemen einwerfen. Da gibt es dann tolle Formate wie die Transformation Labs, zum Beispiel, um Prozesse noch googeliger zu gestalten. Wichtig an der Stelle ist aber, dass Sie da schon eine Belegschaft haben, die mit dem ganzen Material arbeiten kann. Das hilft nichts, einen Transition-Prozess, ein Transition-Lab anzustoßen, wenn jemand sagt, ich weiß nicht, was man mit Kalender alles machen kann. Ich habe Drive auch nur mal ganz kurz gesehen bei meinem Schwager zu Hause. Das hilft an der Stelle nicht. Da müssen die Leute schon ein bisschen Skills haben, um sich dann da reinbegeben zu können und noch in die Tiefe gehen zu können. Und dann gibt es schlussendlich nochmal die Embed-Phase und da geht es dann ganz knallhart hin und da wird dann das, was war eine der letzten Folien bei Ihnen war, nachher geguckt, wie hat sich der Erfolg tatsächlich niedergeschlagen im Projekt, im Unternehmen, wie stark sind die Prozesse aufgenommen worden und dann ist das, wo ich ja ganz am Anfang von gesprochen habe, als es um Excite ging, da habe ich gesagt Adoption Rate und die wird uns spätestens ganz hinten einholen und Sie nämlich auch als derjenige, welche der es
das ganze Projekt aufgesetzt hat. Google verspricht im Idealfall bis zu 300% Return on Invest. Und bei einer Adoption Rate von 10% können Sie sich überlegen, ob Sie die erreicht haben oder nicht. Und von daher gilt es, das möglichst hochzutreiben. Gehen Sie also gleich ran mit dem Gedanken, wie schaffe ich es, dass meine Leute diese ganzen Thematiken nutzen. Dafür haben Sie die Enable-Phase. Sie können in die Spezialthemen rein, in der Grow-Adoption-Phase reingehen und dann schlussendlich wird gemessen und überprüft. Diese Phase, die ist ganz angenehm, die Grow-Adoption-Phase, die können Sie immer wieder ausrollen. Also wenn Sie zum Beispiel einen Merger haben, neue Acquisition oder ähnliches, gehen Sie hin und sagen, ups, mein USB will wieder nicht, gut, wunderbar. Gehen Sie hin und machen nochmal so einen Transformation-Workshop und nehmen zum Beispiel die neue Firma genau mit diesem ganzen Ansatz wieder auf. Sie gehen wieder hin mit der neuen Firma, sagen, wir begeistern euch für das Projekt, wir wollen von eurer IT hören, wo ist es die Knecke, wir wollen von euren Early Adopters die Anpassung an euren Way of Work haben und müsst ihr natürlich dann auch ein bisschen an unseren, klar, logisch, sonst wäre es keine Acquisition, um dann eben hinzugehen, das ganze Ding auszuschütten und dann können Sie mit dem Team auch wieder in die Go-Adoption-Phase reingehen und weiterarbeiten. Wenn Sie diesen Weg zu arbeiten im Übrigen gelernt haben, haben Sie gleich noch eine ganz tolle andere Sache, da können Sie eigentlich alles mitmachen. Ob Sie damit einen Google einführen oder ein SAP einführen oder ein SAP ablösen, ist völlig wurscht, da können Sie rein und raus mit Systemen, mit dieser Denke. Das ist eine ganz tolle Sache. Wir führen da eine ganz kleine Software mit ein im Bereich Terminplanung. Das sind 2-3 Seats, die da vergeben werden. Und es funktioniert im Endeffekt genauso. Einer ist excited, geht mit mir durch die Core-IT-Phase, geht mit mir durch die Early-Adapter-Phase und holt dann sein Team rein. Und dann sehen wir zu, wie das ganze Ding genutzt wird, um dann schlussendlich zu gucken, ja, das ist es, dahin wollten wir. Das ist tatsächlich der Return on Invest. Was ich Ihnen jetzt nochmal zeigen möchte, ist ein ganz tolles Konzept, um dieses Ganze zu begleiten. Das sind die sogenannten Google Guides. Das sind Damen und Herren, die Sie am besten auf freiwilliger Basis finden, in dem Moment, wo das Projekt losgeht. Wir haben das einmal gehabt bei einem Projekt, da durften wir tatsächlich in die Belegschaft reinrufen, wer von Ihnen hat Bock, irgendwie mal an einem IT-Projekt teilzunehmen, egal ob Sie IT sind oder nicht. Und diese Damen und Herren sorgen dafür, dass so ein Projekt die nötige Sichtbarkeit im Unternehmen erfährt. Ja, die haben teilweise, das ist ein bisschen Geschmackssache, Sie können sich vorstellen, in Amerika hat man ein buntes Hemd an und so einen Hut auf, so einen lustigen. In Deutschland hat man vielleicht einfach nur auf dem businessmäßigen Oberhemd Google Guide eingesteckt oder das auf der Visitenkarte als kleinen runden Kringel mit dabei. Die sorgen dann dafür, dass das Projekt sichtbar wird. Sind selber sichtbar, das ist auch eine ganz wichtige Sache und die können dann aus Abteilungen kommen, können aus eigenen Teams kommen, vielleicht haben sie auch eine Querschnittsfunktion, eine Stabsstelle eignet sich dafür sehr schön, Assistenzen können das auch sein, da gibt es tolle Funktionen, die das übernehmen können. Diese Google Guides geben Ihnen dann schon in dieser blauen Phase, in dieser Enable-Phase Feedback. Die fragen einfach nach, bei uns im Team, sag mal, wenn wir jetzt theoretisch auf Gmail umstellen, was geht uns denn dann durch die Lappen? Was machen wir mit Outlook, was wir mit Gmail nicht machen können? Ja, da habe ich den und den Filter und der macht dieses und jenes. Ja, dann gibt es zurück ins Team, die brauchen sich gar nicht darum kümmern, um die technische Lösung. Das ist teilweise, dass wir dann sagen können, ja, kommt in der Schulung, gibt es den und den Teil, schaut es euch an, kommt ihr damit weiter? Hat das funktioniert? Also es sind sogar Mini-Prototypen, die durch Feedback entstehen können. Ganz tolle Sache. Weiterhin. Sharing Knowledge. Wenn wir Google Guides finden, die Lust haben, Trainer zu werden, dann sind wir die Letzten, die die nicht aufnehmen. Sie bilden ihre eigene Trainergruppe aus, ihre eigene Trainertruppe. Das brauchen sie auch dringend, weil wenn sie nämlich hingehen und einen Konzern mit 100.000 Mitarbeitern versorgen wollen, dann möchten sie keine 10.000 Trainer einkaufen, die dann jeweils in der Schulung von 10 Leuten an einem Tag, am Go-Live-Tag das erledigen. Dann wollen sie eigene Leute haben. Vor allem denken Sie perspektivisch bitte, was ist, wenn die neuen Azubis kommen? Wir haben hin und wieder mal das Glück, dass wir mal Azubi-Schulungen durchführen dürfen bei einem großen Konzern und da sitzen auf einmal 20 Azubis vor mir. Ja, das könnten Sie intern genauso erledigen. Vor allem, wenn Sie dann Ihre eigenen Prozesse kennen, wissen, wo gehen die jungen Damen und Herren als nächstes in welche Abteilungen etc. pp. Da sind Sie viel authentischer als irgendein zugereister Trainer. Das können Sie viel besser machen. Deswegen, wer da Lust drauf hat, als Google Guide in der Phase der Early Adopter schon zu sagen, ja, ich kann mir das vorstellen, Hampel, da wo du stehen willst, wo du stehst, will ich auch stehen, herzlich gerne. Wir bilden die gerne dafür aus. Hilft uns, hilft Ihnen.
Und schlussendlich das Wichtige, auch was die noch können, müssen Reduction, Reduce Impact. Also da, wo es weh tut, müssen die einfach tatsächlich manchmal die Hand halten können. Wenn Sie also solche Personen haben aus Human Resources, Betriebsräten etc. pp., sehen Sie zu, dass Sie die als Stakeholder gewinnen, vielleicht sogar als Google Guides, um dann an der Stelle wunderbar mit diesen Leuten diese Pain Points angehen zu können, aufnehmen zu können und sich darum zu kümmern. Das war jetzt mal so ein paar Aspekte von so einem Transition-Prozess. Da kann man noch jede Menge anderes drüber sprechen. Das Interessante ist immer in Zusammenarbeit mit dem Kunden. Es gibt teilweise Ansätze, die kommen dem sehr nah. Da sagt der Kunde einfach nur, ja klar, das können wir da reingießen und ab dafür. Andere Sachen sagt der Kunde, oh, ob wir da wirklich jetzt, was brauchen wir? Wir brauchen eine eigene Community, um unsere Leute zu informieren. Kann vielleicht was anderes sein. Es muss nicht die Community sein. Kann vielleicht eine andere Maßnahme sein, aber Kommunikation ist wichtig. Wenn Sie jemanden haben, der das wirklich noch nie gepflegt hat, tun Sie wirklich gut daran, das beizubringen, weil es ist ein zentraler Skill. Denn schlussendlich, jetzt springe ich mal zurück an der Stelle, Sie wollen ja, dass alle nachher informiert sind und da können Sie wirklich auch hier hingehen und das haben wir auch schon gesehen, war wunderbar, dass die Entscheider rausgegangen sind aus so einem Meeting, haben der Belegschaft gesagt, im Übrigen, es geht in Richtung Google, meine Tür steht offen, ihr könnt mir den nächsten halben Tag gerne das Büro einrennen und mich fragen, wie wir zu der Entscheidung gekommen sind. Und dann haben wir nämlich genau die Sache, dass dann zum Beispiel der Herr Rechtsanwalt schon im Nebenzimmer lauert und weiß, oh, hauaha, gleich kommen Sie rein, die deutschen Datenschützer. Dann kann es sein, dass der Betriebsrat reinkommt. Da waren wir mal ganz gut dabei. Wir waren Gewerkschaftsmitglieder eine Zeit lang, haben wir viel gelernt. Und dann geht es los mit diesen Stakeholdern, das ganze Ding dicht zu machen und dann in diese Phasen reinzugehen. Ja. So kann man das machen. Wir haben das immer als großen Erfolg angesehen, wenn es genau so läuft. Im Übrigen, wenn Sie da compliant sind zu dem Prozess, bekommen Sie von Google eine ganz andere Unterstützung, als wenn Sie sich was Eigenes ausdenken. Wenn Sie nämlich nach dem Prozess folgen, dann fragen die nämlich nur einfach, haben Sie die Schritte gemacht? Und wenn Sie die nicht gemacht haben, dann sagen die, hol das doch noch nach und dann kommen wir gerne vorbei und helfen an der Stelle. Je nachdem, wie groß das Deployment ist, teilweise sogar physisch vor Ort, habe ich schon gesehen, dass dann Googler eingeschwebt sind und tatsächlich vor Ort die Hand aufgelegt haben. So, also, das kann so sein, das ist jetzt eine ganze Ecke abstrakter als das, was bei Wiesmann gelaufen ist. Aber ich denke, Sie erkennen da so ein paar Punkte wieder, die genauso da in dem Projekt gelaufen sind. Und deswegen, wenn es so schön gerade durchläuft, kann man dann nachher auch wunderbar Adoption Rate messen, Erfolg verkünden und dann war das eine großartige Sache. An der Stelle möchte ich dann mit diesen salbungsvollen Worten enden.